Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist World of Tanks Zeit und zwar mit dem Crumble. Mal jetzt eher wieder mal was Mittieriges, weil immer ja was Hochtieriges euch nicht so gut gefällt. Es gibt zumindest mal immer die Bitte, so kannst du da mal ein bisschen was anderes noch zeigen. Und dementsprechend Tier 6 Crumble ist ein gutes Ding und darf auf jeden Fall mal gezeigt werden. Ja, gucken wir uns noch an. Fischerbucht ist die Karte. Und wir haben den Lech 2012. 2012, der Late 2012, der hier für uns spielt. Und gerade der Crumble wird als mittlerer Panzer für diese Karte sehr, sehr ordentlich. Das kann man schon so sagen, weil der ist sehr mobil. Er hat wirklich einen schönen DPM unterm Strich. Und jetzt schauen wir nur, dass er praktisch hier, was er jetzt hier macht. Natürlich werden sie gerne in der Mitte gespottet, beziehungsweise fahren die mittleren Panzer gerne in die Mitte. Jetzt will er hier schauen, ob er hier die praktischen Leute bekommt, die in die Straße hier reinfahren. Aber da hat er kein Glück, aktuell. Gerade dieser Oni sollte eigentlich gut treffbar sein, oder der OI. Wenn die aufgehen, dann sieht man sie auf jeden Fall. Aber er hat keinen gefunden. Er hat seinen Kumpel hier unten im KV2, seinen Zugpartner. Also von dem her, er macht unten die Stadt ein bisschen, hält er auf und er kann von oben dann wirken. Ist eine schöne Aufteilung eigentlich. Aber der Gegner hat natürlich auch mit der anderen KV-2, dem OI und sonstigen auch ordentliche trollige Panzer und dann noch eine Arti am Start. Darf man auch nicht vergessen. Ja, auf den KV-2 kommt er leider nicht drauf. Ja, es sind jetzt immer die Häuser im Weg. Er zoomt hier auch schon ein bisschen raus, um so ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Aber jetzt kommt auf den KV-2 drauf. Ah, jetzt ist er gerade so. Also einen Hit hätte er noch gebraucht. Dann hätte er schon. Dann kommt der Crumble. Auch okay. Jetzt prall ab und da kommt noch ein Churchill. Was kommt denn da alles? Ah, der ist raus. Und jetzt kommt noch KV-1. Also jetzt ist hier gefühlt sehr, sehr viel für ihn als mittleren Panzer. Da sollte er ein bisschen defensiv sein, genau. Ja, gerade so ein KV-2, wenn er trifft, dann kann auch schon die Runde zu Ende sein. Ja, prallt jetzt hier im KV-2 ab. Ah, jetzt kommt er nicht mehr drauf. Jetzt fahrt der KV-2 wieder ein Stück zurück. Sehr spannend auch zu sehen, dass er so in der Mitte gefühlt ganz alleine ist. Ja, seltener. Oh, jetzt macht er den KV-2 den ersten Hit und noch einen und dann ist er weg. Sehr schön. Dann nimmt er den KV-2 Reis. So, jetzt der KV-1S. Ah, und der erste hat jetzt seinen Zugpartner hier rausgenommen. Ja. Da ist immer so ein bisschen was am Start, aber es ist alles noch so, ja, so ein bisschen abtasten immer noch, gefühlt. Der OI, da jetzt offen. Bereit zu feuern. Will jetzt da scheinbar mit Schwung auf ihn drauf fahren. OI hat geschossen, das hat man mehr als gehört. So. Hit. Hit. Hat 21 Sekunden Reload, also schon recht lange, aber man soll es auch nicht übertreiben. Weil auch der, es hat den gleichen Effekt wie der KV-2. Ein doofer Schuss und das Spiel ist zu Ende. 6 zu 7 steht es gerade für den Gegner. Jetzt ist der UI aber raus. Und da der T-34. Ah, er schießt den Boden, aber das Schöne ist einfach die schnelle Reload-Zeit von dem Panzer.
Also da kann man auch ein paar Mal öfters schießen. Und man kann aber sehen, teilweise kann man auch so an dem C34 verzweifeln. Jetzt nimmt er den raus, blind, sehr schön. Die Hartnäckigkeit des Schießens in die Richtung wird belohnt. Und jetzt will er scheinbar da drüben noch ein bisschen helfen, weil der Tiger 1 wird da jetzt gerade von seinen Gegnern überrollt. Jetzt ist die Seite gefallen, 9:9 steht's. Jetzt muss er abwarten, bis dann da die Gegner Richtung Basis rüberfahren. Da sind sie auch schon. Muss ein bisschen weiter vorhalten. Aber da, jetzt kommt der Churchill und auch der Panther. Churchill konnte treffen. Der ging nicht durch. Panther ist da jetzt sein nächstes Ziel. Der Panther fährt lustigerweise auf einmal rückwärts weg. Das ist auch sehr spannend, wie er so dann dreht und sich so bewegt. So, der Yes. Ein kritischer Treffer. Vielleicht jetzt aber ein richtiger. Genau, so schön. Und jetzt hier immer schön in die Seite reinhalten. Jetzt ist er leider zu, weil er da hinter dem Busch steht, aber... Das ist sehr sinnvoll. Na, jetzt ist er weg. Hat man gut an dem Einschlag gesehen, an der Pfütze sozusagen. Aber jetzt dürfte er den Killshot machen. Nein, zu hoch. Ja, er muss weiter vor aimen, Junge. Ja, so ist besser. Genau. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Und jetzt der KV-2. Oh, den zündet er an. Und brennt ihn weg. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo sind die anderen beiden noch? Churchill hat ja bekanntermaßen nicht mehr viel, der Panther dafür aber noch etwas mehr. Lädt jetzt auch Premium durch, also der denkt sich natürlich auch, okay, coole Runde. Jetzt will ich es sicher machen. 11:10 ist jetzt auch noch kein Ergebnis, wo man sagt, da kann man sich jetzt ganz entspannt zurücklehnen. Und vielleicht will man ja auch den Krieger noch irgendwie hinbekommen. So, Nashorn. Erster Hit. Zweiter Hit und macht ihn weg. Sehr schön. Nashorn hat selber drüber geschossen. Oh, da ist jetzt der Panther. Der hat jetzt hier aber einen langen Weg zurückgelegt. Jetzt hat er geschossen. Kann nochmal hier einen reinjagen. Genau, sehr gut. Muss jetzt nur aufpassen, dass der Churchill von da drüben... Oh, und dann nimmt er den Kommandant raus und den Richtschützen raus. Er wiederbelebt den Richtschütz, nicht den Kommandant. Interessante Wahl. Mache ich in der Regel andersrum. So, jetzt kommt der Taiping auf jeden Fall mal hier zur Hilfe. Naja, der hat noch ganze 134 HP. Das heißt, der dürfte wahrscheinlich eher das Kanonenfutter sein. War so klar. War so klar. Einfach da so hinzufahren und dann... Also, das ist ja so typisch. Jetzt nimmt er die Arti zuerst raus. Genau, sehr schön. Oh, der ist aber auch nervig, der Panther. Jetzt macht er ihn auch das Hauptgeschütz kaputt. Aber kann er noch reparieren und hat er repariert. Sein Krieger hat er auf jeden Fall mal sicher. Jetzt kommt er, will auf ihn drauf fahren. Nein! Beide haben eine sehr kurze Reload, also beide können da dementsprechend gut mitarbeiten. So, 299 HP. Einen Hit kann er abhalten noch. Und nimmt ihn raus. Sehr schön.
Das war dann der siebte Kill, angezeigt 3000 Schaden, unterm Strich hat er aber gemacht durch die ganz vielen Blindshots auch 3680 und das mit einem Tier 6 mittleren Panzer ist wirklich sehr, sehr ehrenwert. Von dem her gab es auch eine sehr schöne XP-Anzahl und ja, da darf man glaube ich sagen, Chapeau, Hut ab, gut gespielt, schön den Panzer gezeigt. Ich hoffe, euch gefällt er auch. Und ja, wie gesagt, wenn er natürlich sagt, nee, ist nicht so meins, auch das haut's in die Kommentare. Da will ich immer wissen, was ihr so denkt. Bis bald, euer Alcaramba.